Wobei die natürlich jetzt auch falsch ausgerichtet ist, aber. Döp, 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 döp. Na, fast. Ne? 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 Nee. Hä? Nee? 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 Nee. Warum nicht? Warte mal, wir haben auch noch so eine Gegenecke-Ecke. Moment mal. So eine geschlossene. Welche war das? War das diese hier? Ich glaube, das war. Ich glaube, das war diese hier. Oh, jetzt haben wir da 8 Stück von. Hey, scheißegal. Gucken wir mal, ob die passt. Hup. Lässt sich natürlich nicht so schön ausrichten. Da ist der Schraubendreher hin. Ich sag doch, ich brauche da 1000 Stück von. Ja, gut, die war das nicht. Ich bin mir sicher, dass es eine gab, die nicht so nach innen geht, sondern die so glatt geht. Die hier? Nee, die kann das auch nicht sein. Die hier? Könnte theoretisch. Wir probieren das mal. Ne. Nö, 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 nö. Müssten wir die alle andersrum drehen. Das, ach. Das ist doch scheiße, sowas. Das sieht so schäbig aus. Ja gut, es wäre ja... Hier so ein Knick, ne? Naja, gut. Dann ist dann da halt so ein Knick. Stell dir mal vor, dass wir die alles mit dem Schraubendreher machen müssen. So. Hier kommt die zweite Ecke. Wenn ich dann eine gemacht hätte, dann hätte ich auch eine. Das heißt, hier ein von. Da ein von. So. Und dann wird hier hinten einmal mit Erde verfüllt. Hoppa.
Hier kommt weg. Aber hier wäre dann ja dann eh zugleich. Beziehungsweise ja, fast zu. Und dann schon so ein bisschen steil, wie man da läuft, ne? Komm, wir können ja hier mit denen arbeiten. Ah, dann öffnet sich das nach unten so ein bisschen. Und dann können wir... nochmal mit denen arbeiten. Ups. Beziehungsweise müssen wir mit den anderen arbeiten. Oh, gut, dass ich noch einen Stack mitgenommen habe. Diejenigen hier müssen wir arbeiten. So. Und dann machen wir hier mit denen hier zu. Quatsch. So, scheißegal. Scheißegal, der eine, das ist egal. Hier hinter ist jetzt eh zu. Zu. Joa. Joa. Joa, 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 joa. Ach, die müssen auch noch alle wieder... Wobei, die kann man nicht drehen, ne? Das ist... Das ist die Scheiße, das geht ja nicht mit denen. Es sieht dezent merkwürdig aus, aber hey, komm. So. Ja, da müssen wir mal eben... gucken, ob wir dann hier einfach Treppen benutzen, weil so ganz glatt finde ich es halt auch irgendwie nicht so schön. Treppe hier. Ah, ist das nicht eine schöne Ausrichtung? Treppe hier. Ah, guck mal hier, wie gewollt. Wie gewollt, wie gewollt. Und jetzt haben wir nämlich hier einen vierbreiten Abstieg, das ist... wie gewollt. Moment. Wir machen den hier. Bis hier. Ach, diese Ausrichtung, ist das nicht herrlich. Meine Güte, ist das schön. So, da. Da schmeiße ich einfach ein bisschen Erde rein. Das fällt nicht auf. So. So, so, so. Und wenn man da jetzt auch einen Slab hinmacht. Mein Gott, wie gut die sich ausrichten, ne?
alles eine Frage der Mods, würde ich sagen. Oder ist das jetzt inzwischen tatsächlich irgendwie... Nee, also ich glaube, ich habe das mit meiner Mod tatsächlich angepasst. Und übrigens nicht veröffentlicht. Habe ich auch erstmal nicht vor. Gut, aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier so einen dreibreiten Durchgang. Hier wird dann zugemacht. Ne, hier kommt zu. Der bleibt auch dreibreit. Ich muss mal gucken, wie ich das dann mit der Beleuchtung am schönsten mache. Kann natürlich... Ups, sah nicht so tief. Doch, eigentlich schon. So. Genau einer nicht. Ach, Junge. So, guck, hier. Und dann, ich glaube, so ein Gitter wäre davor, okay. Dann haben wir nämlich hier so Fenster. Fenster. Dieses Fenster, die Beleuchtung hier halt. Das würde symmetrisch gehen, wenn das alles eins vorgerückt wäre. Das heißt, wir rücken das eben einfach mal alles eins vor. Macht es hier unten minimal enger, dafür können wir hier dann die Fenster besser einbauen. So, ein bisschen Müll rein hier, Erde. Der Cobblestone kann bleiben, das ist egal. Cobblestone ist eh nicht so tragisch. Und dann machen wir hier zack, 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 zack. Ja, guck mal hier, drei breit. Der Abgang ist 2 hier oben, weil das... Hier oben ist nicht alles 3 breit, das ist aber okay. So, hier einmal zu. Dazu, dazu, dazu. Hier eins rein. Na komm. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann einmal das davor bohren. Und dann machen wir das nämlich hier drüben. Hier auch nochmal. Ich finde das nicht schön. Ach nee, hier kann man es glaube ich nicht machen, weil da drüber ist Zeug, was wir nicht wegnehmen dürfen. Genau. Tja, denn, ne, lassen wir es bleiben. Schade, schade, Schokolade. So. Naja, gut. Ja, hier ist eh die Treppe runter, also von daher ist das schon okay. Ja, dann haben wir es halt hier so beleuchtet. Und das mit den Beleuchtungen hier an den Seiten drin, kann man dann natürlich auch hier in diesem Abstieg machen. Hier an dem, an dem Punkt, wo es dann um die Ecke geht. Mal kann man eben kurz gucken. Wie weit wollen wir denn hier reingehen? Ich meine, wir haben ja freie Wahl, wir müssen uns ja hier nicht an die Begrenzung halten. Ich würde halt nur ungern schon zu weit reingehen. Nur, dass wir so einen schönen Absatz haben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, wirklich nur bis da dann reinzugehen. Ja, komm, leg mich am Arsch. Hier wäre natürlich interessant, wo kommt man da eigentlich hin? Ja, gut platziert. Kommt man hier eigentlich irgendwann irgendwo raus? Ach, guck mal. So viel zum Thema Keller, würde ich sagen. Hier könnte man natürlich auch nice noch irgendwas reinbauen, ne? Aha, wir lassen das erstmal zu. Behalten wir mal im Hinterkopf, werde ich sowieso wahrscheinlich nie wieder darauf zu sprechen kommen, aber wir haben es zumindest mal gesehen, auf welcher Höhe wir sind. Das ist so auch schön. So. Treppen. Treppen, 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 Puppeppen. So, und dann machen wir nämlich hier... hier.
Das ist tatsächlich gar nicht so blöd mit der Höhe hier. Jetzt haben wir dann nämlich hier schön. Ja, hier schön Absatz. Das heißt, hier geht es dann um die Ecke weiter runter. Hier ist, muss natürlich alles zugebaut werden. Aber dann geht es hier weiter runter und hier könnte man natürlich geradeaus weitergehen. Nice. Nice, Junge. Hier machen wir auch mal eben kurz schön. Zack und zack. Und zack. Oh, wie die sich aneinander binden hier. Herrlich. Oh Gott, sieht das gut aus. Ja. 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 Ich glaube, ich werde... Ich meine, hier muss eh nochmal irgendwie wegen Durchgang und so das alles eins verschoben werden. Nur dass hier das wirklich mittig dann durch den Durchgang durchgeht. Das kann ja hier so verschnörkelt bleiben, aber... Welches Huhn lacht hier? aber das hier, das muss eins rüber. Das muss dann auch eins rüber. Das hier dann eben der dann hier ist. Und hier ist dann auch ja Rasen. Ne, so wie das dann hier dann auch ist. Dass das so ein bisschen mittig ist. Ja, den Knick hier drin. Muss man mal gucken. Aber dann kann das hier auf jeden Fall dann auch weg. Und dann kann hier nämlich auch dieser hässliche Streifen weg. Und den Eingang, da müssen wir gucken. Da führen wir dann einen Weg extra so ein Stückchen hin. Das passt dann. So, ach ja, hier muss noch der Dings rein. Der Baum. Ja, dann machen wir hier so einen Absatz irgendwie da rein. Da können wir ja mal gucken. Wobei es ja auch nicht wirklich geht, ne? Also es wäre von innen so oder so. Ne, ne. Es wäre von innen ja so oder so. Cobblestone. Also es wäre entweder wäre es Erde oder es wäre Cobblestone. Weil der Weg ist ja hier am Rand mit Cobblestone überall. Das ist ja richtig so. Oder er ist halt eins abgesetzt und ist dann hier mit Erde. Und die würde man von innen dann ja auch sehen können. Ach ja. Ja, dann lassen wir hier den Streifen Cobblestone und dann ist das so. Gut, ich gehe mal eben noch Baum holen. Ja, gucken wir mal. Bäumsche, Bäumsche, Bäumsche. Hui. Holzzeug. Zweimal Baum. So, so ist schön. Eventuell kann man hier auch noch irgendwie was machen, wo es dann runter geht. Vielleicht kann man hier in dem Durchgang hier eine Tür haben, wo es mit einer Treppe nach oben zu der Fläche da geht. Das wäre natürlich auch was, ne? Das würde man dann auch von unten nicht sehen. Dann hätte vor allen Dingen so komische Knickchen Sinn. So. Holz rein. Zack und zack. Ach, allerliebst. Gut, ja, wie gesagt. Naja, ne, ne. Ich finde das nicht schön. So, langsam ist es richtig dunkel geworden. So, alle euren Smart Assistants und Home-Automatisierungsdinger mal kurz die Ohren zuhalten. Hey Google, bitte schalte die Bürobeleuchtung ein. Natürlich, ich schalte die Bürobeleuchtung ein. Danke. So. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen heller. Also, hier ist es auch dunkel. Wenn hier keine Fackel mehr ist. Wir müssen eine Fackel pflanzen. So. Jetzt gehen wir nämlich mal eben ganz kurz Dings holen. Da. Fenster. Die.
sollte ich tatsächlich Fenster holen. Oh Mann. Du schon wieder. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben nicht genug Eisen, um die Eisengitter zu machen. Ja. Wir haben nicht genug Eisen. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Der Kaktus ist gewachsen, der Kaktus ist gewachsen. Und der hier mit Erde drunter nicht, ne? Ja, gut zu wissen. Kaktusfarm, wir kommen. Zumindest theoretisch. Jetzt wäre natürlich die interessante Frage. Der wächst doch auch auf Silversand, ne? Ne, den normalen Wüstensand. Sand ist Sand, oder? Ach ne, die Axt braucht man dafür. Da machen wir nämlich mal zwei Experimente. Wir machen einmal ein Experiment. Was passiert, wenn man Kaktus auf Silversand wachsen lässt? Und wächst der auch, wenn er direkt neben anderem Kaktus steht? Also wenn der hier wächst und der nicht, wissen wir, das geht nicht nebeneinander. Wenn die beide nicht wachsen, wissen wir, der wächst nicht auf Silversand. Und wenn nur der wächst, würde ich mir Gedanken machen. Alles, was wir gemacht haben, war jetzt irgendwie nur von innen. Von außen hat sich gar nichts getan. Gut. Hier wäre natürlich irgendwie jetzt die Frage, wie kommt man hier oben um die Ecke rum? Das haben wir ja schon mal, die Diskussion, dass man hier nicht sauber um die Ecke kommt, weil es keine gibt, die rundum einmal ein Slab drin sind. Das heißt, es wird so oder so quer und komisch aussehen. Was man natürlich machen könnte, man könnte hier auf derselben Höhe die Steine innen dann bauen. Ne? Das würde natürlich gehen, es wäre halt irgendwie so optisch nicht... Es wäre halt optisch irgendwie nicht so geil. Halt, würde halt so aussehen. Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher. Ich hasse diesen Schraubendreher. Habe ich das schon mal gesagt? So. Es wird halt so aussehen. Und schöner wäre natürlich, wenn das alles irgendwie eins eingerückt wäre. Was würde dann... Scheißegal, wir müssen es eh drehen. Es würde dann so aussehen. Und hier auf der Höhe geht das tatsächlich auch. Und hier unten kriegt man es auch hin. Das Blöde ist, wir kriegen es hier nicht rüber. Und wir haben für hier keinen, der hier so oben so eine kleine Ecke ist. Nur. Na, hier wird es halt wieder... Ne? Verstehst du das Problem? Ja, also es würde halt so sein. Na, und hier siehst du schon, geht es schon höher. Ich meine, hier kann man jetzt mit so einem Geraden oben das zumachen. Hier ist man halt gefickt, ne, weil wir von... Oh, Entschuldigung. Hier haben wir halt die Arschkarte. Ist auch nicht besser. aber hier ist halt eben dann... es wäre dann halt weg. Und das Blöde ist, wenn wir das hier wegmachen, sind wir nämlich direkt auf unserem Dachgeschoss. Also, ich denke mal, wir werden nicht drumherum kommen, das Ganze tatsächlich so zu bauen, dass es halt eben bündig ist. Ja, das heißt also, so. Und das würde ja überall funktionieren, weil es für alle von diesen äußeren Steinen gibt es auch eine andere Form. Also wir haben den hier auch noch. Das heißt, wir setzen den hier einfach mit dazu. Drücken dann tausendmal auf den Schraubendreher rum, bis er sich dann endlich mal ausrechnet, wie ich ihn haben möchte. So nämlich. Nur das wird halt auch gehen. Joa.
Ja. Ja. Ja, ne, ne. Ja, ne, 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 ja, ne, ne, ne. Ja. Ja. Ich würde sagen, ja. Ich meine, Alternative wäre halt eben nein. das heißt, da haben wir noch welche von. Lassen die sich denn vernünftig platzieren? Oh ja. Oh ja. Endlich mal, was das klappt. Aber das sind ja auch Slabs. Und wir haben sogar die Möglichkeit, eine Tür irgendwie mit dem Absatz rein zu pflanzen. Das heißt, hier machen wir auf jeden Fall irgendwie eine Tür rein. Und hier oben. Schraubendreher, Schraubendreher. Wo bist du? Hier bist du. Ach ja, die lassen sich ja nicht rotaten. Das heißt, ein bisschen... Na, siehst du, die ist nämlich hier. Selber gefickt, würde ich sagen. Ne? Scheiße. Wir brauchen in dem Durchgang ja auch Licht. Wir ziehen hier oben einfach eine Reihe Slabs, so Meselampen-Slabs rein. Wie gehen denn diese Meselampen-Slabs? Das Horn hier, Mese. Guck mal hier, Mese. Die brauchen wir. Rezept 1 von 18. Ja, geil. Jetzt dürfen wir das 100.000 Mal durchklicken, bis wir das richtige Rezept finden. Mese und Glas. Ja, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Gibt's aber nur einen dafür, ne? Ja. Ich würde halt ungern jetzt die Mesekristalle dafür... Obwohl, wir haben eigentlich genug. Komm, wir machen das eben. Wir müssen eh wieder eine Höhlentour machen irgendwann, weil wir ja sowieso noch ein bisschen mehr Zeug brauchen. Das heißt... Zack, zack, zack. Pam, pam, pam. Zack. So. Das ist nämlich dieser komische Durchgang, der sowieso den ganzen Tag im Tageslicht liegt. Der hellste Durchgang auf dem ganzen Server. Beziehungsweise in dieser ganzen Welt. Sieht so ein bisschen nach U-Bahn-Schacht aus, ne? Sieht ja richtig AA aus. Das hauen wir wieder weg, das ist kacke. Die Idee war gut, aber doch irgendwie scheiße. Ja, denn, Wobei, es geht ja. Nee, eigentlich nicht, aber ich rede mir einfach ein, dass es geht. So, passt schon. Das passt hier. Das muss auch so sein. Das muss auch so sein. Hier, da kommen wir nicht dran vorbei. Das gehört so. So. Hier passt es wieder, aber hier passt nicht. Das heißt, egal wie es... Nee, na gut, das passt nicht, ne? Weil es hier eben nicht gedreht... es müsste hier andersrum sein. Ja, es müsste andersrum sein. Ja. Also, wir haben entweder die Wahl, das Ding hier World Align zu machen oder nicht. Und ganz ehrlich, das Ding World Align zu machen ist wesentlich schöner. Weil die hier alle nicht World Align sind. Gut. Ja. Mit World Align Slabs kann man mehr machen als mit nicht World Align Slabs. Oh. So. Nee. Was ist denn nun schon wieder kaputt hier? Der ist falsch rum.